Heute das und mehr in diesem Video. Ich bin Uli und los geht's. Mit den paar Bildern möchte ich euch recht herzlich begrüßen und natürlich gleich einsteigen. Es geht um kleine Dinge, die ich für die Modellbahnbauer, und ihr wisst vielleicht alle selber oder auch nicht, wenn ihr keine Modellbauer seid, kleine Dinge brauchen einfach wahnsinnig viel Zeit, und da ich euch immer Wochenupdate zeige, möchte ich euch das zeigen, was ich am letzten Woche gemacht habe. Also kleine Dinge, sprich auch diesen Prellbock, den ich hier gebaut habe. Diesen Prellbock habe ich im Resinendruck hergestellt, und mit dem Resinendruck, das hatte ich euch ja neulich schon gezeigt, da habe ich jetzt ein bisschen drauf verzichtet, wieder mal so ins Detail zu gehen, habe ich entworfen, habe ich gedruckt, habe ich in der UV-Lampen getrocknet und so weiter und so fort, und habe natürlich 8 Stück davon gleich hergestellt. 4 Stück könnte ich aussortieren, weil die Qualität nicht entsprechend hoch war. Hier sehen wir es. Auf der rechten Seite sehen wir auch diesen schwarzen, den ich euch kurz eben in die Kamera so gehalten habe. Das ist mit dem reinen 3D-Drucker gemacht. Und das war noch der, in Anführungsstrichen, alte 3D-Drucker, der Ender 5, den ich vorhatte, den ich ja zu Grabe getragen habe in der letzten Folge. Und ja, da war die Qualität nicht so überzeugend. Natürlich, das ist ja klein, da ist natürlich ein Drucker prädestiniert für, der eben mit Resin druckt. Das ist natürlich viel, viel besser. Aber wie gesagt, auch da musste ich 4 aussortieren und hatte noch 4 übrig. Und von den 4 habe ich jetzt mir einen aufgebaut und schön bemalt. Natürlich ist das kein vorbildgerechter Prellbock. Das möchte ich auch nicht haben. Wenn denn, ihr wisst es vielleicht oder auch nicht in dem Falle. Meine Anlage ist eine reine Fantasieanlage, die steht ja unter dem Motto Steampunk, mittlerweile auch Dieselpunk. Und da habe ich mir das so entworfen, wie ich mir das gedacht habe, dass es zu meiner Anlage gut passen könnte. Und habe natürlich auch den Platzbedarf dabei berücksichtigt, den ich nämlich nicht habe, den Platz unter der kleinen Lagerhalle oder Holzlagerhalle, wie ich es jetzt nenne. Und ehemals Holzsägefabrik, ja auch clever, ne? Und habe mir den gebaut. Guck mal, da sind so kleine Pufferchen dran gewesen. Da habe ich jetzt eine Pufferbohle mir gebaut. Das ist aus einem einfachen Rest vom Lasercutten, den ich hatte. Da hatte ich irgendwo so kleine Brettchen so abgemacht. Die haben genau dahin gepasst. Fand ich super. Und wir sehen schon, ich habe es mit Rostfarbe grundiert, habe das damit ein bisschen schwarz aufgearbeitet. Und ich sag mal ganz ehrlich, wenn man so Metalldinger stehen hat irgendwo, die sind voller Flugrost. Also die haben keine wirkliche Farbe, wenn ich die irgendwo dann in der Natur, also auf der Eisenbahn draußen sehe. Und ich finde ihn nett, er reicht völlig aus. Da muss hinten nicht nochmal eine Schräge dran oder irgendwas in der Art. Braucht gar nicht. Ich finde es passend und mir hat es sehr gut gefallen. Ja, der Yogi hat es, glaube ich, geschrieben im letzten Kommentar, dass meine Lok gegen die Signale gekracht ist oder gerammt ist oder gefahren ist oder wie auch immer. Natürlich waren die noch nicht festgemacht. Hier mache ich sie fest. Die verklebe ich in dem Fall nicht. Die stehen also rein in der Spachtelmasse. Wir sehen es jetzt hier schön. Da habe ich es nochmal fixiert mit 2 Klammerchen, weil das eine hat sich immer wieder weggedreht. Das sind die Kabel wahrscheinlich unten drunter. Und dann hat das gepasst. Mehr habe ich euch dazu jetzt nicht gezeigt, weil auch das habe ich wahrscheinlich schon 100-mal auf diesem Kanal euch gezeigt. Und das Ganze wird jetzt schlicht und ergreifend und schnell eingeschottert. Ich habe ja meinen Schotter, der immer grau ist, wenn ich ihn auftrage. Und zum Schluss ist er schwarz. Ich habe für die Sache jetzt hier zum Einschottern wieder mal ein bisschen länger gebraucht, als das Ganze hier vermuten lässt. Also ich habe mich da wirklich einen ganzen Abend mit beschäftigt, weil es geht ja vorne um die Ecke. Und da habe ich ja auch dann die ganze Weiche mit eingeschottert und. Das kennt ihr vielleicht auch aus meinen Videos oder auch nicht. Ist egal. Da rechts sehen wir die Weiche schon, und das war doch relativ viel Arbeit. Die Weiche muss ja gangbar bleiben. Ja? Das ist ja, bringt ja nichts. Ich kann ja nicht alles voller Steine schmeißen und nichts funktioniert mehr irgendwo. Jetzt kommt der berühmte Alkohol bei mir drauf. Ihr wisst es vielleicht oder auch nicht. Was ist denn heute los mit mir? Dass ich immer das nicht mit Spüli mache, sondern mit Alkohol, weil der verdunstet schön und dann ist das entsprechend schneller trocken. Schöne Sache das. Und entsprechend toll hält das auch alles, kein Problem. Und wenn das schön nass ist, ihr seht schon, wie der Kleber, wie der Weißleim, das Wasser-Weißleim-Gemisch in die reinzieht, schon unter die Schwellen. Also da braucht man gar nicht viel machen. Das schön satt an der Seite reingemacht, passt schon irgendwo. Ja, dann habe ich wieder mein 3D-Programm Fusion 360 ein bisschen gequält. Habe da mir damals kleine Mauern entworfen und dann hier so kleine Poller. Die habe ich erstmal weggenommen. Warum auch immer, weiß ich nicht mehr. Ist egal. Ich habe sie jedenfalls nochmal separat abgespeichert. Das sind, da werdet ihr nicht mehr wissen, das ist eine uralte Sendung gewesen, wo ich die mal eingebaut habe. Und das hier ist so eine
Holzwand oder wie auch immer man das bezeichnen will, das kann, wenn man die Farbe gibt, kann man das machen, wie man bezeichnen, wie man das will. Das kann eine Bretterwand sein, das kann eine Betonwand sein und. Also das kann man wirklich so verwenden, wie man das möchte, indem man die Farbe da entsprechend vergibt. Und weil, wenn der 3D-Drucker das nachher druckt, dann macht der so wie so Brettmuster rein. Fand ich super, habe ich damals gar nicht so gewusst. Vielleicht sieht man das hier ganz leicht. Die gehen so von rechts oben nach links unten. Und, oder wenn ich es umgedreht hätte drucken lassen, wäre es dann von links oben nach rechts unten gewesen. Das passt auch. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, Entschuldigung, ihr wisst ja, das ist sehr, sehr eng da oben, weil das Gleis war ja nie geplant. Und da muss ich natürlich gucken, dass auch längere Wagen dort um die Ecke kommen, ohne gegen meine... ihr seht schon, selbst am Signal ist das sehr, sehr eng, aber es passt alles, ja, das ist das Schöne an der Sache. Und dass ich eben auch um die Ecke rumkomme, ohne dass ich mir das Ganze da ständig anramme oder wie auch immer. Und noch längere Wagen kommen bei mir definitiv nicht auf die Anlage, da ich im Grunde genommen zu 95% R1 Radius fahren muss auf meiner kleinen Anlage. Und was heißt, so klein ist sie gar nicht, die ist zwar 5 Meter breit, aber sie von der Tiefe her ist ja im Schrank drin. Konnte ich nicht ganz so viel mit spielen. Und auch die Wendel ist mit R1 gebaut bei mir. Und entsprechend, ja, muss ich natürlich R1 machen. Und längere Wagen sehen da einfach nicht schön aus, wenn man da so um die Kurve fährt. Und die stehen schon weiter übers Gleis über, als der Wagen... das sieht nicht schön aus. Ja, hier rühre ich meine Farbe um. Das ist, das wollte ich euch mal ganz kurz zeigen. Das ist eine Sache, die sich sehr, sehr gut macht. Denn gerade dieser Primer, den ich jetzt hier stehen habe, dieser Primer, der legt sich sehr schnell ab. Also den muss man wirklich, da sitze ich sonst stundenlang und schüttle, macht sich sehr, sehr gut. Der muss auch drauf, auch wenn er gar nicht so deckt jetzt hier, das ist auch gar nicht schlimm. Ich mache das ganz, ganz dünn nur drauf. Der soll nicht decken, er soll lediglich diese ausgedruckte Mauer dazu bringen, dass sie die Farbe schön hält. Wenn ich jetzt die Farbe tatsächlich ohne Primer aufgebracht hätte oder ohne Vorstreichfarbe, hätte man früher gesagt, dann würde das andere jetzt gar nicht so richtig haften und das bringt nichts. Und dann ziehen sich die Farben so weg und ach nee, ich habe es zwar auch schon in Beige gedruckt, sodass es kein Problem ist, dass man da irgendwo, manch einer hätte es vielleicht gar nicht bemalt, ja, kann auch sein, weil es schon schön genug war oder hätte bloß die Querstreben gemacht und sowas. Aber ich habe hier wieder mein Oldwood Farbe verwendet, die eben ja suggeriert, dass es altes Holz ist. Ich muss da vielleicht auch mal eine andere Farbe nehmen in Zukunft. Newwood. Ja, und jetzt sehen wir hier ein Leder, Lederband. Farbe, Leatherbelt. Egal. Und damit male ich jetzt diese Holzrahmen da sozusagen ringsrum. Und diese Holzrahmen, das muss gar nicht mal so akkurat gemalt werden, klingt ein bisschen blöd. Und wenn man diesen ausgefuddelten Pinsel hier vorne gesehen hat eben, den ich dann auch verwendet habe, hier verwende ich ja noch einen halbwegs vernünftigen Pinsel. Und aber eben hatte ich einen, der war so richtig zerfressen von, das ist überhaupt nicht weiter schlimm. Denn ich mache jetzt zum Schluss auf die Mauer auch wieder eine schwarze Wurst drüber. Und das Ganze soll ja auch aussehen wie eine Wand, Mauer, Holzwand, was auch immer, die neben der Bahnanlage und neben einer Fabrikhalle steht und entsprechend auch dreckig ist. Das Ganze mache ich natürlich dann wieder mit meiner Watch. Ich habe es gerade gesagt, schwarz so auf Wasser getunkt, dann läuft das so schön rüber, das ist alles kein Problem. Und auch hier soll man wissen oder auch beachten, wenn man sowas machen will, die Farbe hält nach. Ja, die Grundierung, die Watch, die hält nach. Und wenn man das dann so noch ein bisschen wegtupft, so wie ich das jetzt hier auch mache, so dass man nur bestimmte Sachen damit erreicht, ist das alles gut. Braucht man sich keine Sorgen zu machen. Und man muss natürlich auch beachten, dass wir auf der Spur N immer alles ein kleines bisschen übertrieben bauen müssen, damit man das, wenn man davor steht, auch sieht. Also wenn ich Rost anwende, wenn ich irgendwas mit der Wash mache, alles übertrieben. Denn wenn ich das zu fein mache, wie ich das vielleicht mit 1:87 machen könnte, da kann man sich ja schön austoben. Da gibt es ja ganz, ganz tolle Videos von euch, die mit 1:87 arbeiten. Würde ich auch gerne, geht aber Platzgründen nicht. Also muss man bei der Spur N alles ein bisschen übertrieben machen, so dass das, wenn ich vor der Anlage stehe, auch zu sehen ist. Habe ich damals bei meinen Signalen erzählt, wo ich die bemalt habe. Kommt wahrscheinlich jetzt übrigens ja auch noch dran. Muss ich mal gucken, welche Grundfarbe ich da diesmal nehme.
Und damit man das Ganze dann, wie gesagt, sieht, wenn man da steht, weil was nützt mir das, wenn ich realistisch klitzekleinen Rost irgendwo anbringe und ich sehe den gar nicht, wenn ich vor der Anlage stehe, dann hätte ich mir die Arbeit auch sparen können. Ich habe ja nicht nur Nahaufnahmen mit der Kamera, wo ich mit 20-fachen Zoom da reinzoomen kann, damit ich das vernünftig sehe. Deswegen kein Problem. Ja, hier sehen wir schon die zwei Mauern aneinander geklebt. Das hatte ich ja vorhin gemacht. Also jetzt muss ich wieder ein bisschen ausprobieren. Habe unter die Mauer noch mal ein bisschen Schotter gerieselt, denn die Unterfläche. Der Untergrund war nicht eben und dann hätte ich die Mauer überall mit Löchern stehen gehabt. Das sieht ja auch nicht schön aus. Und deswegen habe ich die nochmal auf Schotter gestellt, habe den wiederum nass gemacht, habe vorher mit Alkohol eingespritzt und dann schön reingestellt und dann sieht das entsprechend gut aus. Was wollte ich sagen? Ich habe es ja vorhin eingeblendet. Ihr könnt euch gerne noch ein Video bei mir, aber das ist noch nicht online. Das kommt wahrscheinlich erst die Tage. Also wir haben heute den 14.09. Also alles, was danach ist, könnte es dann online kommen. 2023, falls irgendwann mal geguckt wird. Und da könnt ihr euch das gerne mal anschauen auf meinem anderen Kanal, was ich noch Schönes gebaut habe. Passend dazu, was natürlich in der nächsten Folge mit eingebaut wird. Hier sehen wir jetzt nochmal den kleinen Puffer, natürlich den Puffer, den Prellbock. Puffer. Den Prellbock, wie ich ihn ansetze. Die Farbe wirkt hier ein bisschen heller, als es ist, weil ich habe hier über meiner Modellbahn habe ich sehr, sehr warmweißes Licht und das wirkt sehr, sehr gelb hier auf der Kamera. Deswegen habe ich das ein bisschen gelb entsättigt und dadurch wirkt allerdings der Puffer jetzt wieder ein bisschen roter, als er eigentlich ist. Und ihr seht schon, das ist ein kleines bisschen Fummelei, weil ich ja links und rechts auch hier den Untergrund schon gesetzt habe und habe jetzt nochmal kurz ein bisschen mit der Feile nachbearbeiten müssen, dass es gut drauf passt. Und wenn man bedenkt, dass man diesen Prellbock gar nicht mehr sehen wird, definitiv nicht sehen wird auf meiner Anlage, außer ich gucke ganz rechts von der Seite rein. Das zeige ich euch aber im nächsten Video noch oder wann auch immer ich das Gebäude hier drüber setzen werde. Man sieht ihn wirklich nur, wenn man sich runterbückt und reinguckt. Dasselbe ist wie mit den Holzstapel, den ich da mal reingebaut habe. Naja, ist halt so. Ja, dann würde ich euch noch vorschlagen, ich empfehle euch hier zwei Videos, die ihr euch gerne angucken könnt im Anschluss. Die passen thematisch ganz gut dazu. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr reinschaut. Ich verabschiede mich für diese Woche. Macht schön gut. Bis nächste Woche. Tschüss, euer Uli.